Das muss der Galgenbaum sein. Wie viele Unschuldige hier wohl gehängt wurden? Schniebel ist weit gewandert. Von Transia in die Hände der Ritter von Wondergore bis zu den Hexen von Salem. Und sie haben es bis zuletzt vor diesem abgrundtief bösen Shaw geschützt. Du hast gesehen, wie sich Cthorns Verderbnis am Rand des Geländes ausbreitet. Bring dieses Siegel zum Spiegelteich. Dort erwartet dich deine nächste Prüfung. Wie war das mit dem Siegel? Jetzt, da du das Mondsiegel hast, musst du den Glyphen dazu finden. Hyphus zählte zu den ersten Urgöttern, die am Anbeginn unserer Welt geboren wurden. Und zu seinem Pech zählte er auch zu den ersten, die gestorben sind. Wie stirbt ein Urgott? Er wurde von einem anderen Urgott verschlungen. Seinem alten Set. Nett. Na, das war ja was. Ich hab so etwas schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. Wirklich wollen, dass die Bildfläche verschwindet. Durch die Macht seines Bruders absorbiert, aber auch den Niedergang der Urgötter herbeigeführt, die sich gegeneinander wendeten und zu Dämonen wurden.
Lass ein paar für uns übrig. Verlässt dich. Solange sie sich auf mich konzentrieren. Wie beim letzten Mal erwähnt, nachdem die meisten Urgötter verderbt waren, wurde Atum beauftragt, sie zu vernichten. Als er damit fertig war, kam ihre Energie wieder in den Sternen frei. Und jetzt sehen sie schweigend von oben zu, während ich zu ihrer Belustigung kämpfe? Wer bin ich, über ihre Absichten? Bisher scheint alles zu deinem Vorteil zu laufen. Können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Ich habe so etwas schon mal gesehen, vor Jahrhunderten. Liliths Diener. Nach dieser Sache solltest du noch besser sein, was Lilith in den kommenden Tagen geplant hat. Zurück zu deiner Mutter. Du warst unvorbereitet. Alle, die Lilith dienen, werden fallen. Erbärmlich.
Hyppus ist sicher erfreut. Du hast dich als mehr als nur fähig erwiesen. Hippus kann nur so viel ausrichten. Alles wird zurückgebracht. Hippus bringt Erneuerung. Hippus scheint nicht zuzustimmen. Die neueste Gabe der Götter scheint mächtig zu sein. Ich habe bereits einen Großteil der Verderbnis aus der Umgebung beseitigen können. Habe ich bemerkt. Das heißt wohl, die letzte Prüfung war kein großes Hindernis für eine Legende wie dich und eine treue Begleitung. Wir waren bereit für das, was uns erwartet hat. Die Kraft der Erneuerung ist etwas wahrlich Bemerkenswertes, besonders angesichts eines so tückischen Problems. Aber wie konnte diese Verderbnis sich überhaupt erst auf das Gelände ausbreiten? Ich habe erwähnt, dass Wanda Visionen hatte, als sie an meinem Altar die Kraft des Mondsiegels absorbierte. Es ist nun offenbar, dass ich die Tragweite ihrer Erlebnisse nicht vollständig begriffen habe. Was denkst du, ist hier wirklich passiert? Ich habe gesagt, dass Wanda nicht von den Blood abstammt. Die Wahrheit ist, ihre Magie entstand aus Chaos, aus der Berührung des finsteren Gottes K'thon selbst. Sie hatten bestimmt eine stärkere Verbindung, als ich sie mir ausgemalt hatte. Sie trägt keine Schuld an dem, was sich ihrer Kontrolle entzog. Natürlich nicht. Sieh dir nur die Gruppe an, mit der wir hier zusammenarbeiten. Jeder und jede verdient eine Chance, sich zu beweisen. Aber es ist nun getan. Und wir können jetzt nur nach vorn schauen. Das Läutern des Geländes ist bereits ein wichtiger Schritt für uns. Wandas Visionen. Waren sie Teil ihrer Bindung an K'thon? Weißt du, was sie gesehen hat? Sie hat sie wie einen Traum beschrieben. Kaputte, verzerrte Bilder, an die sie sich nur flüchtig erinnern konnte. Aber du hast recht, Hunter. Ich glaube nun, dass K'thon sie aufgesucht hat, sein Einfluss gestärkt von der Macht des Siegels, das sie absorbiert hat. Und die Verderbnis des Geländes? War das sein Einfluss? Das ist nun fast zu deutlich. Die Verderbnis des Geländes kehrte genau dann zurück, als Wandas Entdeckungen ihren Höhepunkt erreichten. Stand darüber nichts in ihrem Tagebuch? Vielleicht sind wir ihr zuvorgekommen. Ich sollte in die Bibliothek zurück und mit der Übersetzung fortfahren. Komm morgen zu mir, dann lasse ich dich wissen, ob ich etwas gefunden habe.